Hey Prof, welche Kriterien sind bei der Entwicklung von Wolfram-Elektroden für das WIG-Schweißen wichtig? Ja, kann ich gerne erklären. Die Wolfram-Elektrode, eigentlich das wichtigste Verschleißteil, die wichtigste Komponente bei einem WIG-Brenner. Und wir haben im Wesentlichen drei Kriterien, die hier entscheidend sind. Es beginnt mit dem Zündverhalten. Der Schweißer sieht sofort, habe ich ein stabiles, reproduzierbares Zündverhalten. Damit geht's los. Während dem Schweißen beobachtet er die Stabilität des Lichtbogens. Flackert der Lichtbogen oder bleibt er die ganze Zeit stabil? Zweites sehr wichtiges Kriterium. Was er erst nach längerer Zeit sieht, das ist die Standzeit oder die Lebensdauer der Elektrode. Das ist natürlich dann entscheidend. Beeinflusst wird das im Wesentlichen einmal durch den Herstellungsprozess selbst und durch die Werkstoffzusammensetzung. Hier haben sich in den letzten Jahren eigentlich Mischoxid-Elektroden zunehmend etabliert. Fragen an den Weltprof? Melden Sie sich bei mir.